Bombenangriff auf eine Industrieanlage in Mariupol. Die Aufnahme einer Drohne zeigt, was hier zum grausamen Alltag geworden ist. Bilder eines privaten US-amerikanischen Satellitendienstes belegen das Ausmaß der Verwüstungen in Mariupol. Laut dem Stadtrat sollen mehr als 80% der Gebäude zerstört sein. Doch immer noch leisten ukrainisches Militär und paramilitärische Gruppen erbitterten Widerstand. Die Bedeutung der Stadt ist groß, für beide Seiten. Zum ersten Mal, sie hat einen symbolischen Wert. Also die Stadt war schon immer hart umkämpft. 2014 war sie kurz russisch besetzt, dann ist sie im August von den Ukrainern befreit worden. Es waren dann alle hochrangigen Besucher, jeder, der sozusagen der Ukraine solidarisch sein wollte, John McCain angefangen bis über Habeck war in Mariupol. Und das zweite ist natürlich der praktische Wert, also für den südlichen Korridor zwischen Krim und dem besetzten Donbass ist Mariupol sozusagen der wichtige Verkehrsknotenpunkt, ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, ist der größte Hafen um Asowschen Meer. Also wenn Russland sozusagen hier seine Volksrepubliken ausdehnen will, auf eine Landbrücke hin zur Krim, dann liegt Mariupol auf jeden Fall im Wege. Und deshalb wird um Mariupol jetzt härter gekämpft als um jede andere eingekesselte Stadt. 500 Kilometer westlich von Mariupol liegt Odessa. Die drittgrößte Stadt des Landes ist strategisch von großer Bedeutung. Vor dem Krieg wurden über den Hafen von Odessa knapp die Hälfte aller Im- und Exporte des Landes abgewickelt. Ohne ihn würde die Ukraine ihren wichtigsten Zugang zur See verlieren. Wenn natürlich die Ukraine dauerhaft vom Schwarzen Meer abgeschnitten wird, ist das natürlich ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, weil das Land ja im Export auf den Seeweg angewiesen war. Wichtige Exportpartner der Ukraine waren vor allen Dingen Staaten in Afrika, im Nahen Mittleren Osten, in der Golfregion und in Asien. Und in dem Sinne war die Ukraine in ihrer Wirtschaft auf den Schifffahrtsverkehr stark angewiesen. Erste russische Luftangriffe gab es bereits auf Odessa. Die Angst der Bevölkerung ist groß, dass die Stadt zu einem zweiten Mariupol werden könnte. In Erwartung eines Angriffs werden auch jetzt noch Freiwillige an der Waffe geschult. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Besetzung von Odessa unwahrscheinlich. Da sind die Kräfte nicht da, sie sind viel zu weit weg. Das sind Entlastungsangriffe, damit Reserven aus Odessa nicht um Kherson eingesetzt werden können. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es kein Szenario, das darauf hindeutet, dass die Russen so schnell Richtung Odessa vorstoßen könnten, um hier eine Einkesselung zu erzielen. Nicht nur im Süden stockt der russische Vormarsch, auch im Raum um die Hauptstadt Kiew kommen die Truppen kaum voran. Putins Blitzkrieg gilt mittlerweile als gescheitert. Viele Analysten gehen deshalb davon aus, dass sich Putins Fokus verschiebt. Nicht mehr die Eroberung Kiews könnte oberste Priorität haben, sondern die Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes. Experten schätzen, dass hier der Großteil der ukrainischen Truppen stationiert ist. Gustav Gressel hält etwas anderes für entscheidend. Er geht davon aus, dass es bald zu einer zweiten Offensive der russischen Streitkräfte kommen könnte, sobald frische Kräfte mobilisiert werden. Der 1. April rückt näher und am 1. April ist es ein großer Einrückungstermin. Ich erwarte eigentlich grundlegend, dass man erst wieder Mitte April, wenn man neue Kräfte hat, wirklich in die Offensive russischerseits gehen wird oder versuchen wird, in die Offensive zu gehen. Und bis dahin versucht Russland, den Gegner zu zermürben, das heißt durch gezielte Angriffe vor allen Dingen auf Städte, auf zivile Infrastruktur, auf Ziele, die sozusagen dem Gegner lieb und wert sind, die Moral der Verteidiger zu schwächen. Trotz der Brutalität der russischen Angreifer gegen zivile Ziele scheint das Durchhaltevermögen der Ukrainer allerdings hoch. Sowohl Soldaten und Kämpfer als auch die Bevölkerung sind nach wie vor gewillt, ihre Freiheit zu verteidigen.